Hallo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Nintendo Pocket Football Club und leider ist es schon der letzte, zumindest im Bereich dieses Oster-Specials. Bin ich traurig. Naja, ich habe da nochmal eine Frage. Wenn ihr Bock habt, dass das häufiger kommt, dann schreibt es ruhig und ich kann es bestimmt noch häufiger machen. Es wird zwar nicht jeden Tag kommen, so wie jetzt diese letzten 5 Tage, aber ich denke mal, es lässt sich bestimmt machen, auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr da reinzusetzen. Naja gut, es geht los zum nächsten Spiel. Ich habe schon wieder perfekt trainiert und ja, es geht los mit dem nächsten Spiel. Und in diesem Part möchte ich ja noch meine Wertung zum Spiel sagen. Und ich bin, was das angeht, schon ein bisschen überrascht. Also, ich finde schon, achso, wir sind auswärts. Okay, ja, dann nehmen wir auch unsere Auswärtstabe. Passt besser. Noch kurz Taktik ändern, das habe ich nämlich nicht gemacht. Die Zone wieder umstellen. Und das hat schon ein bisschen geholfen. Vor allen Dingen hat es auch geholfen, dass wir das letzte... Nein, nicht so. Wieder ausgeglichen. Und das machen wir auch nicht. 4-4-2, okay. Gut, dann legen wir los. Ja, im letzten Spiel lief das ja doch ganz gut, dass wir auswärts gespielt haben. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal jetzt ganz gut. Okay, es sieht auf jeden Fall, die Tendenz spricht für uns. Das ist ja schon mal ein gutes Omen, aber es muss ja nichts heißen. Es war ja auch bei dem zweiten Spiel so. Und dann haben wir, beim ersten Spiel, und dann haben wir ja eiskalt die Rübe voll gekriegt. Naja, gut, wir gucken einfach mal, was hier passiert. Auch der Torhüter der Gegner ist der Kapitän. Interesting. Gut, dann legen wir mal los. Ja, meine Wertung zum Spiel, die ich schon mal so sagen kann, es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, was man auf jeden Fall mal gespielt haben muss. Naja, wobei nicht unbedingt gespielt haben muss, aber es ist auf jeden Fall für einen Download-Titel und für ein 3DS und für eine Fußballsimulation auf jeden Fall richtig cool. Kostet, wie gesagt, 12 Euro im eShop und das ist das Geld auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Vor allen Dingen mit den vier Ligen, die man da hat. Man kann seine eigene Leidenschaft da entwickeln, würde ich jetzt mal sagen. Die sehen eigentlich 3D-Effekt aus. Habe ich das noch gar nicht gekriegt? Ja. Ja, 3D-Effekt sieht auch geil aus. Muss ich ja mal sagen, jetzt muss ich nochmal einmal kurz karten, ob ich das geil finde. Ich sag mal nichts mehr, ob das was mit Seriosität zu tun hat oder nicht. Naja, egal. Ja, also wie gesagt, das ist ein cooles Spiel. Muss man auf jeden Fall mal gespielt haben, das war ein deutliches Foul. Also als der Schiedsrichter das nicht gepfiffen hätte, wäre das lächerlich. Oh, und das hat auch wohl was gebracht, dass ich den Standard trainiert habe. Nicht schlecht, da ist es 1-0. Wunderbar, passt ja perfekt. Ja, meine Wertung, ich würde sagen, das Spiel hat eine 8 von 10 verdient, finde ich. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall ein guter Zeitvertreib, vor allem vielleicht auch, wenn man mal auf Reisen ist oder so. Und dann mal sein eigenes Team hochpushen will, vor allen Dingen auch die Online-Modi, die es ja auch gibt, die ich ja jetzt nicht so zeigen kann, weil das Spiel gerade mal erstmal eine Stunde draußen ist. Aber auch vielleicht, wenn ihr vielleicht noch Bock habt dazu, dass ich da noch mehr mache und ihr das auch so wollt, dann könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Online-Modi machen. Das ist ja auch möglich, dass man mit mehreren Spielen auch schon wieder einen Freistoß. Cool. Cool. Ja, es ist nämlich möglich, auch mit mehreren zu spielen und ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock zu habt, und das war jetzt ein totaler Aussetzer des Torwarts. Das war jetzt mal sehr schön, verwandelt. Das war ein totaler Bock des Torhüters. Nicht ohne. Aber es war gut durch die Gasse gespielt, einfach mal schön drauf, ja, und den hätte er eigentlich halten müssen oder einfach raushauen müssen. Aber ja, es ist halt manchmal so. Einmal, man muss einfach mal auf die Fresse kriegen, sage ich es jetzt einfach mal, um dann halt zu sehen, wie der Hase im Pfeffer läuft. Das ist einfach mal Entspannung. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit, dass es hier mir viel zu verkrampft ist. Aber gut, jetzt ist es schon wieder etwas besser, finde ich, als bei den ersten beiden Spielen. Das muss ich schon jetzt so sagen, nee. Obwohl ich das nicht so gerne sehe. Naja, gut. Wenn es entwickelt, sieht das nicht wieder so wie beim ersten Spiel, aber nicht so den Ball herschenken. Okay. Ich weiß, man kann mir sagen, ich habe viel zu kritisieren bei den eigenen Spielern. Das kann sein, aber naja, es scheint ja zu wirken. Findet ihr nicht?
Oh, und das war das zweite Tor von De Geas. Schön mit dem Kopf. Damit ist der Sack zu. Ne, würde ich nicht sagen. Es ist noch, es sind noch 60 Minuten zu spielen. Aber es war auf jeden Fall gut herausgespielt. War auf jeden Fall sehr schön rausgespielt. Vielleicht klappt das ja jetzt endlich mal. Dann kann man jetzt endlich mal eine Serie starten und dann einen Angriff auf diese Löwen, Löwen-FC-Dingsbums mal starten. Finde ich. Ist auf jeden Fall vielleicht eine Chance wert. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet auch, ihr hattet schöne Ostern. Ich weiß noch nicht, ich nehme das ja im Voraus auf, aber wie gesagt, um ein bisschen beim Osterspecial zu bleiben. Boah, und was geht jetzt ab? 4:0. Hattrick von De Geas. Heieieiei. Und das ging mal blitzschnell über 2-3 Pässe. Quer über das gesamte Spielfeld. 3 Tore. Das war ein lupenreiner Hattrick. Wunderbar. Oh, was war das denn? Bitte fangen, wenn ich bitten darf. Naja, gut. Nicht schlimm. Wenn man 4 Tore schießt, dann ist auf jeden Fall gut. Was zum Teufel? Ja, natürlich Elfmeter. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Aber gehalten. Sehr schön. Es bleibt beim 4-0. Wunderbar. Allerdings weiß ich nicht, was da gerade ein Foul gewesen sein soll. Vor allen Dingen, wenn das auch noch gelb, wenn er auch noch gelb dafür bekommt. Naja. Naja, muss der Schiedsrichter ja wissen, was er meint. Musste der Schiedsrichter ja wissen. Aber wenn man 4-0 zur Halbzeit führt, das ist ja echt mal richtig Wahnsinn. Petrov, aber auch wieder nichts. Welcher Tabellenplatz waren die eigentlich? Waren die Fünfter oder so? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Oh, was war das denn? Was war denn das für ein Tor? Habe ich auch noch selten gesehen, sowas. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Martin, der hat, glaube ich, einfach mal geschossen. Das soll, glaube ich, eine Flanke werden, aber dann hüpft der Ball einfach mal drauf über den Torhüter. Lol. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. 5-0. De Feris, De Geas, De Geas, De Geas und Martin. Ja, muss ich da eigentlich was ändern? Eigentlich nicht, ne? Nö. Ja, weiter geht's. Aber echt der Wahnsinn, ey. Muss man mal so sagen. Echt der Wahnsinn. Ich finde auch geil, wie die Kabine aussieht und wie das alles so. Das wird alles so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach so. Ah. Einfach so mit Herz irgendwie. Finde ich. Also da hat man sich Ideen gemacht. Ich find's gut. Ich find's gut. Das war jetzt leider natürlich ein Stürmerfoul, aber. Naja, wie gesagt, ich kann euch das Spiel, wie gesagt, nur empfehlen. Es macht Spaß, es, auf langfristige Sicht weiß ich natürlich nicht, das kenne ich nicht, aber also ich habe es natürlich noch nicht so ausgiebig spielen können, dass ich es langfristig testen kann, aber ich finde, es ist cool. Es ist cool, doch, muss man so sagen. Muss ich nur mal gleich gucken, so was das hier sagt. Ja, ihr beiden könnt euch schon mal ein bisschen aufwärmen, würde ich sagen, damit ihr gleich auch mal wieder reinkommt. Ich finde es auch cool, das mit Aufwärmen. Ich finde es cool. Ich finde es einfach cool. Ich finde, es ist cool gemacht. Geil, cool und ja, einfach nur große Empfehlung für die Macher dieses Spiels, muss ich sagen. Okay, Lissage, dann kannst du ja jetzt mal reinkommen. Wechsel. Moment, das hier weg und dann der Spiris. Ah, so geht das. Nein, also Wechsel für Lea Sage. Ja. Und dann kommt. Wow. Ah, ich wollte doch wechseln. Na, egal, dann wechsle ich jetzt beide aus einfach. So, Lea Sage. Das weg. Der Vierse. Ich kann jetzt leider nicht sehen, was da passiert. Oh, ich sehe schon, da wäre beinahe vielleicht das nächste Tor gekommen, aber gut. Genau. Und Grant kommt für Horwitz. Gut. Okay. Und das war ein glasklares Foul. Auch mal so richtig war es ein Foul. Nein, ich möchte nichts ändern. Die wechseln auch, interessant. So, gucken wir mal. Kommt noch ein Tor oder war es das jetzt?
Oh, der war aber mal schön gemacht, der Freistoß. Wunderschön reingezimmert. 6-0. Ja, das ist jetzt eine Packung für den Dingsbums irgendwas Mannschaft. Bla, ich habe mir die Mannschaftsnamen nicht gemerkt. Aber das wird jetzt schon BSV Einnetzer, okay? Aber wirklich einnetzen tun sie nicht. Wirklich einnetzen tun sie nicht, ey. Ja, wärmt ihr euch nochmal auf. Und dann wechseln wir Fletcher gleich nochmal ein. Um auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber das ist echt, das muss man mal sagen. Also wie das hier läuft, das ist echt... Wow, vorsichtig. Vorsichtig, hier kriegen sie nochmal eine Ecke hier. Oh, nochmal Freistoß. Vorsichtig. Oh, nochmal den Anschluss, den Ehrentreffer gemacht. Können Sie sich ja freuen. Ah, obwohl das unnötig war, der hätte nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen. Ah, Konzentration weiter aufrechterhalten, wenn ich bitten darf, meine Herren. Das muss nicht sein. Hätte nicht sein müssen, wenn ich ehrlich bin. Naja. Naja, wenn man 6-1 führt, wenn man 6-0, wenn man mit 6 Toren führt, dann kann man auch mal so einen Treffer kassieren. Doch. Wenn man mal ein Gegentor kassiert, ist es auch nicht schlimm. Das war sehr gut von De Reus, wie er sich dann den Ball geholt hat. Sehr, sehr gut, ey. Ja, komm, du bist jetzt auch nochmal dran, Fletcher. Du kommst für Larry. Okay. Und 7-1. Oh, wunderbar, ey, wie das läuft. Wenn das so läuft, dann wäre das echt geil. Wäre das echt richtig geil. Lea Sage zu De Reus und dann, ja, 7-1. 4 Tore von De Reus. 4 Stück. Nicht schlecht. Nicht das schlecht, nicht schlecht, ey. Ja, das war gar nichts. Da musste er sich nicht besonders anstrengen, der Torhüter von uns, Versilius. Ja, läuft doch perfekt. Ist auch die Nachspielzeit. Das Ding ist gegessen hier. 7-1. Beinahe noch das 8-1, aber das zählt nicht mehr. Naja. Ich finde, das Spiel, das kann sich sehen lassen. Das kann sich echt sehen lassen. 23 Torschüsse hatten wir. Nicht schlecht. Und sogar einen Elfmeter gehalten. Wir haben 7-1 gewonnen. Ja, das ist deutlich. Ha, die Eichenblätter. Ha, schade. Wir haben leider nicht gewonnen. Ich kann sogar auch die anderen Ligen sehen, sehe ich hier. Das sind die anderen Ligen, okay. Das hier, der obere Teil ist nur von mir. Ha, diese blöden Löwen, ey. Die gewinnen alles bisher. Das gibt's nicht, ey. Naja, wir erhöhen uns. Wir holen auf. 5 Punkte sind es noch. Es waren es so schon von Anfang an, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Und wir spielen ja auch noch direkt gegen. Wir haben ja auch noch das direkte Duell gegen die noch. Und das steht auch schon in 2 Spielen an. Das wird auf jeden Fall schwierig. Damit haben wir mehr Sieger als Niederlagen. Lass uns 2. Punkte aufholen. Ja, wird gemacht. Aber jetzt wird erstmal wieder trainiert. Wie ich es schon gesagt habe, ich kann es jedem neu empfehlen, dieses Spiel mal anzuspielen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt günstiger ist bis zum 1. Mai, kann ich echt nur empfehlen. Du nimmst mal ein bisschen Ausdauer. So, dann der Vierchiertes. Du kriegst mal die Entspannung. Wie das aussieht. Ich finde diese Trainingskarten so genial, die ganze Aufmachung. Kann ich nicht anders sagen. Kann ich nicht sterben, das sage ich nicht. Grant, du kriegst dir nochmal Gymnastik. Und 3 gegen 3. Oh, Spezialkombo war das. Cool, haben wir das auch mal. Standhalten, Spezialkombo. Haben wir das auch nochmal gesehen? Cool, uns wurde ja gerade das gesehen. Aber leider kein neuer, aber das war schon mal cool. Wenn man nämlich passende bekommt, dann ja, gibt's einen Bonus. Finde ich gut. So, und du kriegst dann nochmal eben Pressing. Okay.
Gut, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn das ganze LP euch gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oder auch komm, eins nehmen wir noch, gegen die Sternschnuppen. Sternschnuppen, was für ein Name. Naja, komm, das Spiel machen wir jetzt noch. Ist mir egal, wenn wir nochmal überziehen. Ist mir egal. Schon wieder ein Auswärtsspiel, wie viele Auswärtsspiele wir aktuell haben. Aber hier bin ich ehrlich gesagt komplett in weiß. Das sieht auch mal lustig aus. Ja doch, wir nehmen unser Heimtrikot. Das passt sich etwas besser. Hebt sich besser auf. So, es bringt auch was, glaube ich, mit den Zonen zu agieren, merke ich. So. Wichtige Gegenspieler. Nein, brauchen wir nicht. Okay, wieder im 4-3-3. Interessant. Gut, fangen wir an. Letztes Spiel für heute und für diesen Part und vielleicht sogar für das ganze Projekt, wenn ihr es nicht nochmal sehen wollt. Oh, bei Nacht. Okay, Sieg spricht eher für die Sternschnuppen, die ja einen Platz unter uns sind, aber es muss ja auch nichts heißen. Ich möchte ja nur mal das erste Spiel betonen. Ich finde das aber, sieht geil aus, irgendwie so bei Abendrot. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Nur der Torhüter, der hebt sich jetzt nicht so wirklich ab, aber naja, egal. Egal. Gut, kriegen wir nochmal ein schönes Ergebnis zu sehen oder mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay, auf jeden Fall erstmal schön wieder beruhigt spielen, konzentriert spielen. Das, was die auch beim letzten Mal ausgezeichnet haben. Oh, jetzt mit Hacke schon, mit Hacke. Mit Hacke spielen wir schon, okay, und es gibt einen Freistoß. Und sogar eine gelbe Karte für den Gegner in der 4. Minute. Das ist natürlich, ja, sehr früh. Sehr früh schon so eine gelbe Karte zu kassieren. Oh, aber der Freistoß war jetzt wenig. Gut. Naja, gut. Aber kann ja noch werden. Er hat ja schon einen verwandelt. Neubauer. Aber wenn man sich so schnell schon wieder den Ball holt, dann ist das sehr, sehr gut. Ja, ja, also das muss man schon so sagen. Muss man schon so sagen. Also sie haben sich auf jeden Fall gesteigert. Das ist nicht zu erkennen. Das ist schon gut zu erkennen. Schon sehr, sehr gut. Von einem 0-3 zu einem 1-1 und dann zu einem 3-0. Und dann zu einem 7-1. Also, das kann man schon sagen. Respekt. Muss man schon so sagen. Es bringt ja was. Naja. Wow, sehr schön. Oh, kein Foul war das. Und dann musst du jetzt schießen. Oh, Pfosten. Schade. War das dann noch Pfosten? Nicht schlecht. Visualisieren. Ja, Schritt. Zu spät würde ich nicht sagen. Wir bekommen sehr schnell wieder den Ball zurück. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Weg damit. Weg damit, weg damit. Ah, aber der geht nicht rein. Nee, das wäre auch zu schön gewesen, wenn der jetzt so reingegangen wäre. Aber echt, ich finde, es ist gut. Ich weiß, ich glaube, das Spiel jetzt schon bis zum geht nicht mehr, aber ich finde doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen was überlegen muss, was ich dazu sage. Es ist so ein tolles Tor. Und natürlich leider blöd, dass wir es kassiert haben. Wir führen mit nur einem. Hängt euch wieder rein. Ja, hoffe ich auch, dass sie es tun. Das hoffe ich ja auch. Teixeira. Teixeira. Aha. Mein Mittelfeldspieler. Ah. Ja, also wenn wir. Also es wäre ganz schön, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, weil ansonsten, Oh, das gibt's doch nicht. Hätte doch drin sein müssen jetzt. Ich glaube, wenn wir das hier, wenn wir jetzt nicht das, die ein oder anderen Spiele gewinnen, dann können wir uns das mit dem Aufstieg schenken. Naja, gut, ich denke zwar nicht, dass das so das Ziel ist, aber wenn wir irgendwann mal das Triple holen wollen in der ersten Liga, dann müssen wir schon irgendwann mal aufsteigen. Ah. Jetzt komm, Deferies, komm. Jawohl, im Nachschuss, das 1-1, der Ausgleich. Na also, es geht doch. Ausgleich, gut. Wir gleichen aus. Sehr schön. Aber der hätte jetzt auch reingehen müssen. Also wenn der jetzt nicht rein war, vor allen Dingen der zweite, dann wäre es echt peinlich gewesen. Hätte jetzt schon reingehen müssen eigentlich schon.
Okay, ja, was gibt's jetzt? Wie geht's weiter? Wir müssen weiter müssen sie nachsetzen. Kein Tor mehr kassieren. Hoi, hoi, hoi. Gut gehalten. Gut gehalten. De Reus kommt da nicht durch, aber wird gefoult. Mann, hoffentlich nicht schon wieder Verletzung. Also das brauche ich jetzt ganz und gar nicht. Das ist aber jetzt mal ein sehr guter Pass. Kein Abseits. Auch doch nicht draufschießen. Da standen die zwei frei. Da standen zwei frei. Naja, es kann ja nicht alles klappen, wie gesagt. Ja, und da war es auch schwer, an drei Spielern vorbeizukommen. Da kann man nichts machen, aber boah, gut, dass der jetzt auch nicht, dass der wieder daneben ging. Okay, 1-1, was soll man dazu sagen? Eigentlich wüsste ich ja auch nicht, was ich ändern sollte. Weil eigentlich läuft es ja. Nur der letzte Pass, der fehlt noch. Boah, da bekomme ich ein bisschen Angst, wenn die Bälle so fliegen, durch den Strafraum fliegen. Da bekommt man echt Angst. Naja, Halbzeit. Hoffen wir mal, dass das gut ausgeht. Okay. Ja, doch, ich wusste jetzt nicht, was ich hier ändern sollte. Nö. Zweite Halbzeit. Und ihr könnt euch schon mal aufwärmen. Genau, du auch. Ihr auch. Ihr könnt euch alle schon mal aufwärmen. Okay. Was kommt jetzt? Auf jeden Fall vorsichtig. Vorsichtig. Okay, langer Ball auf die andere Seite. Vorsicht. Oh, da tummelt sich ja alles zusammen im Strafraum. Torwart ist auch nicht so einfach zu erkennen. Na gut, natürlich die blauen Streifen, aber... Jetzt... Oh, das ist ein Foul. Schade. Ja, natürlich. De Ferries. Ja, leider kein Tor. Dann wechseln wir mal. De Ferries kommt für Lea Sage. Und ja, ansonsten bleibt es dann erstmal so. Ja, ob wir da nochmal reinschießen. Jawohl, sehr schön. Das 2-1. Ja, wunderbar, es geht doch. Das musste jetzt aber auch so sein. Wunderbar. Da ist die Führung. Und gleich das nächste. Ja, hoffen wir es mal. Auf jeden Fall war das aber gut rausgespielt. Frisch an den Pfosten und dann... Ja, musste ja eigentlich schon reingehen. Von Fromin. Okay, beide wechseln aus. Und dann, ja, sieht es eigentlich ganz gut aus soweit. Doch, das sieht gut aus. Ach, ich kann ja auch die Kamera wechseln, sehe ich gerade mit dem Slidepad. Das ist ja mal auch interessant. Kann mir einen besseren Überblick verschaffen. Klären. Gut. Erstmal raus da mit dem Ball. Nicht schon wieder so schnell dann das wieder den Ausgleich kassieren. Das wäre jetzt weniger gut. Vorsicht. Boah, gut, dass der da den anderen Spieler angeschossen hat. Mehr denen, okay. Komm, den kriegst du. Jawohl, den kriegst du auch. De Reus, na. Ah, da hätte man lieber flanken sollen. Naja, gut. Wenn es am Ende 2-1 steht, bin ich total zufrieden. Kann ja auch mal so einen Rückschlag hinnehmen, wenn man dann halt will. Aber das spricht echt auch für die Moral, dass man dann auch wieder so das Spiel dreht. Das spricht für die Moral. Nein, ich möchte die Taktik nicht ändern. Ich finde es aber gut, dass das so läuft bis hierhin. Ich sagte, ich möchte ihn nicht ändern. Grant. Hätte ich auch gebracht. Lissage. Ah, es war abseits. Schade. Obwohl das ja eigentlich auch gleiche Höhe war. Aber naja, was soll's. 12 Minuten noch. Ich mag solche Ergebnisse nicht. Die birgen total die Spannung. Kein Foul. Sehr schön. Oh, aber der kann sich nicht mehr so wirklich gut bewegen, merke ich.
Ah, schade. Aber da war jetzt nichts mehr drin. War auch okay, dass er geschossen hat. Da war mehr, war da nicht drin. Melo. Armstrong. Duran. Geblockt. Duran. Und geklärt. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir bringen noch einen Verteidiger rein, um nochmal Spiel, um nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen. Nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Oh, oder ob das jetzt die Entscheidung wird? Oh, schade. Das wäre die Entscheidung gewesen. Auf dem Fuß. Naja. Gut, die letzten Sekunden warten. Hoch noch, Dev. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, der Name ist nicht total komisch, wie ich ihn ausgesprochen. Aber egal. Eine Minute Nachspielzeit. Komm, die Konzentration halten, dann klappt das mit dem Sieg. Mit dem Auswärtssieg. Einfach nur noch klären. Hier einfach nur noch raus damit. Oder so. Es gibt nochmal die Ecke. Oh, der Torwart geht auch mit. Oha. Oh, und er hat den Ball ja noch. Und da ist der Abpfiff. Oh, eieieiei, war das knapp. Aber gut, Sieg ist Sieg. Muss auch mal sein. Wir haben 2-1 gewonnen. Du hast ein paar neue Trainingskarten erhalten. Oh, die Löwen, das gibt's doch nicht. Die gewinnen nicht tatsächlich jedes Spiel. Das gibt es nicht. Aber wir sind Erster. Aber wir müssen jetzt einfach mal gucken. Gewinnen wir das nächste Spiel gegen diese Löwen? Und wir sind jetzt auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Dann klappt das ganz gut. Aber gut, ich würde sagen, ich hoffe, dieses LP hat euch bis hierhin gefallen. Das war Spiel 5. Damit haben wir jetzt 3 Siege, einen Unentschieden, einen Niederlage. Platz, zweiter Platz, wir müssen weiter hart arbeiten. Jeder Punkt ist wichtig. Genau. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, schaltet auch bei anderen Projekten wieder rein. Dann so. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr noch Lust habt, mehr davon zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten, bis bei anderen Projekten. Bis dann und tschüss, euer JGP. Oh yeah.